Welcome back to another German food review, and it's Ditch time. Ditch, and their Ditch is known for their pretzels. Nice pretzels, yeah. Tasty stuff. But that's not a pretzel here. Ooh, that's a pizza. Look inside here. Can you come out, pizza? And I heated this up in the microwave. You should always do it with Ditch products. Usually they heat it up in the store for you. But yeah, if you take it at home, you can do it yourself. Just a few seconds. It tastes much better if it's warm. Yeah, like much better. Okay, and here's the price, €2.50. And it's a pepper mozzarella or pepper bell mozzarella pizza. Yeah, all the Ditch pizzas are €2.50. And that's again Tempelhofer Hafen or Dock. It's a shopping mall. Okay. And let's take a look at that baby here. Okay. I guess that's the mozzarella. Don't know, that looks like an onion. Oh, it is. Is it onion? Are there onion experts out there? Is this an onion? I don't know. And this is the pepper, I guess. And the dough with the holes. That's quite tasty here. It's always the same, a Ditch, right here. Calories, oh, I forgot to check that, a little over 500. Yeah, oh, it's also extremely salty. But I like this dough here, and if you're really hungry and you want something, yeah, greasy, that's the way to go here. Not sure why, but it feels greasy somehow and it's tasty. You know, tastes like pepper actually, right here. But not so sure about the mozzarella. I want to know what this is. Is this onion or is this mozzarella? Still not sure. Here we go. Onion. But this is, yeah, this is mozzarella. It's not enough, I think. Not enough mozzarella. More, please. Or is this enough for you? No, it isn't. Okay, let's try this here. No, this is for the Germans. Let's go with this one here. Yeah, it's good. Here's onion. What's this? No idea, maybe just a piece of something right here. Okay, now there's a little bit of cheese flavor, but that's not enough cheese. It's not bad. It's a thumbs up, yeah. It's a vegetable pizza with a very nice crust. Yeah, I like this crust here. It's totally different than other crusts, but it's tasty and it feels nice if you touch it on the bottom right here. Yeah, I would say 99% of the Ditch products, if made correctly, then it's just tasty Ditch. So if you see a Ditch store, buy whatever you want. Everything is tasty. Yeah. Thumbs up for Ditch. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt eine Pizza von Ditch. Und die erste Frage ist natürlich, kennt ihr Ditch? Habt ihr dort schon mal gegessen? Ditch ist bekannt für ihre Brezeln. Die haben das ganze Ding zum Starten gebracht. Aber die bieten natürlich auch mehr Produkte an. Das hier hat absolut gar nichts mit Brezel zu tun, aber sie haben ihren eigenen Style, denn dieser Boden hier ist anders. Der mit den Löchern, wenn man das anfasst, fühlt sich das gut an. Und der ist schon wie weich, der ist sehr weich, da ist gar nichts knusprig dran, so genau, das mag ich. Das schmeckt irgendwie lecker, aber das kann man nicht mit einem anderen Pizzaboden vergleichen oder so. Fällt mir nichts ein. Falls euch was einfällt, womit ihr das hier vergleichen könnt, dann schreibt mal einen Kommentar. Und das hier soll eine Paprika-Mozzarella-Pizza sein. Okay. Ja, weiß nicht so genau.
Paprika. Ich glaube, da war mehr Zwiebel als Paprika, obwohl, ja, da ist noch ein bisschen Paprika. Aber auf jeden Fall nicht genug Mozzarella drauf. Das bisschen plus ein bisschen mehr, das ist definitiv nicht genug. Ja, und das war's eigentlich schon. Also sagen wir mal, es ist eine vegetarische Pizza. Ja. Das ist alles Paprika, oder? Ja. Ich glaube, der Boden ist immer gleich mit irgendwelcher Tomatensauce oder so. Ja, genau hier. Aber die schmeckt eigentlich. Ist sehr würzig, salzig. Ja, man vermisst eigentlich gar kein Fleisch, oder ich gerade nicht. Ist eigentlich ganz gut. Nur zu wenig Mozzarella. Aber die kostet ja halt auch 2,50 nur, sage ich mal nur. Ich weiß nicht, wenn sie die für 3 Euro machen. Aber die kosten alle 2,50, die Ditchpizzen. Aber trotzdem irgendwie, oder besser verteilen oder so, kleinere Bällchen oder sowas. Denn das ist hier nur so 2-3 Bisse und dann hat man kein Mozzarella-Aroma mehr. Genau hier. Ja, aber was man sagen muss ist, wenn ihr irgendwie Hunger habt auf was richtig ja, Fettiges, das ist jetzt nicht überfettig oder so, also nicht fettiger als andere Sachen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist so, ja, schmeckt irgendwie fettiger oder so, keine Ahnung, aber die Kalorienangaben, die geben jetzt nichts Extremes her. Aber trotzdem, wenn ihr so richtig Hunger auf was Fettiges, Würziges habt, dann solltet ihr mal zu Ditch gehen und euch eine Laugenstange oder so eine Käsestange bestellen oder so, oder so eine Pizza hier. Und ihr solltet ihr euch warm machen lassen, fragen wir euch, solltet ihr immer machen. Oder wenn ihr zu Hause seid, dann solltet ihr sie auch warm machen. Kalt oder lauwarm, würde ich das nicht essen. Nur warm, schmeckt richtig geil. Here we go. Ich mag den Boden komplett anders als sonst und schön weich und schmeckt gut. Ja. Ist auch gut für unterwegs, macht man euch nicht dreckig oder sich nicht dreckig. Ja, alles klar, wenn ihr mal Ditch seht, könnt ihr es mal testen, ist gut. Ich würde sagen, dass 99% der Produkte von Ditch gut sind. Wenn sie denn gut gemacht sind, schmeckt, denke ich, irgendwie immer. Ja, ist komisch, aber schmeckt immer. Alles klar. Gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Für Ditch. Paprika Mozzarella Pizza. Ist eine vegetarische Pizza sozusagen. Aber schmeckt trotzdem lecker. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.